Max Koger hat es am Samstag geschafft und hat den NFC-Titel zurück nach Frankfurt geholt. Das ganze Event und der Fight gegen Mert Özil drin waren richtig geil. Daher möchte ich gemeinsam mit euch mal auf diesen kompletten Fight reagieren. Legen wir los. An dieser Stelle beginnt jetzt auch der Kampf. Ey, ich war mies aufgeregt, kann ich euch ehrlich nur sagen. Aufgrund von meiner Sympathie Max Koger gegenüber, weil ich habe ihn ja schon oft getroffen. Wir waren miteinander essen, wir haben uns schon oft unterhalten. Und es besteht halt, sage ich mal, sowas wie eine Freundschaft. Deswegen war ich natürlich mies aufgeregt und auch gar nicht neutral in der Sache. Ich war 100% für Koger, dass er den Fight gewinnt. Aber bevor wir weitermachen, muss ich euch natürlich auf eine Sache hier ganz besonders aufmerksam machen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Ringlife steht auf der Shorts, das Logo ist da drauf, Ringlife steht hier auf der Wand und auch die Handschuhe sind mit Ringlife beschriftet. Warum? Weil das war das erste Event, das wir mit der Marke Ringlife, mit der Kampfsportmarke, die wir neu gegründet haben, begleitet und gesponsert haben. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Ganze, muss ich euch ehrlich sagen. Einfach diese Entwicklung zu sehen aus einem kleinen Kampfsportkanal, der dazu gedacht war, den Kampfsport den Menschen ein bisschen näher zu bringen in Deutschland und zu zeigen, wie geil dieser Sport eigentlich ist, was dahinter steckt, einfach so ein Ding jetzt aufzubauen und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich sag euch, in ein paar Jahren ist Ringlife die Eins. Danke an meine Community für diese Unterstützung. Es macht mich wahnsinnig stolz zu wissen, dass wir so ein Ding aufgebaut haben. Und auf kommende weitere geile Events und Jahre. Weiter geht's. Zurück zu dem Kampf. Ja, schauen wir uns das Wichtige an. Lass mal das Blabber heraus. Mert ist ein ziemlich guter Bodenkämpfer, das weiß man. Er hat auch von Beginn an versucht, den Kampf dahin zu verlagern und Koga jetzt hier mit dem Druck auf den Cage zu brechen und irgendwie zu schaffen, ihn zum Boden zu ziehen. Aber wie man hier sehen kann, der verteidigt sehr gut, macht sich sehr breit, dass er hier Mert nicht gut greifen und ihn zu Boden ziehen kann. Kontrolliert immer gut den Kopf von Mert, drückt ihn von sich weg, damit er nicht so gut den Druck aufbauen kann. Ne? Aber da steigt er mit dem Bein drüber, rotiert ihn raus und schafft es auch tatsächlich, Max mal zu Boden zu bringen. Richtig gut gelöst auch von Mert. Hat sich hier kurz in sowas wie eine Guillotine selbst hineinverlagert. Sah kurzfristig vielleicht sogar so aus, als könnte Max hier die Guillotine durchbringen. Hat die Beine hinten dran ineinander verschränkt und versucht hier vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen. Aber ich glaube, der hat sofort gemerkt, dass da die Hebelwirkung noch nicht da ist. Und er hat nicht allzu viel Energie da reingesteckt, um sich selber nicht zu ermüden. Mert hat es dann schlussendlich auch geschafft, da rauszukommen. Und dann ging es ein bisschen mit dem Ground and Pound los. Wo man aber sagen muss, ey, heftig, was Max hier angestellt hat. Weil ihr werdet es jetzt gleich sehen. Passt mal auf. Aus der Rücklage heraus ist er richtig gefährlich und arbeitet hier die ganze Zeit mit Ellbogen und kurzen Händen mit. Und es müsste bald passieren. Ich glaube, an dieser Stelle ist es sogar passiert. Dieser eine Ellbogen war das. Aus der Rücklage heraus hat er Mert mit so einem richtigen Schnitt erwischt. Einschneidender Ellbogen direkt auf die Stirn und der Cut war sofort offen. Und man sieht direkt, wie die Soße runterläuft. Und er bearbeitet ihn weiterhin die ganze Zeit mit Ellbogen. Eigentlich hatte ja Mert die bessere Position, um hier Schaden anzurichten, aber es war Koga, der hier wirklich die harten Aktionen durchgebracht hat. Ja, Mert versucht hier weiterhin, versucht die Haken zu finden, sich einzuhaken mit den Beinen, um Koga lang zu machen und ihn dadurch besser bearbeiten zu können. Da gab es hier so ein bisschen so ein kleines Scramble. Der Arm von Mert schon richtig verdreht, aber noch nichts, was richtig gefährlich werden könnte für ihn. Ja, Mert hat halt die ganze Zeit nicht locker gelassen. Er hat sofort immer weiter nachgesetzt und versucht, seine Dominanz hier aufzubauen. Und jetzt die Hände. Das Lustigste ist auch, wie mein Kameramann hier direkt von oben Kommandos gibt an Max. Richtig geil, der Miller. Voll am Hooligan-Modus hier am Ausrasten. Ja, 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 jetzt hat. Ja, ihr seht auch, das Publikum rastet aus. Wir hier natürlich mittendrin. Kameramann hier selber spiele ich, ne, mit meinen Leuten. Richtig wild. Christian natürlich da gewesen, der Bruder von Max da gewesen, die ganze Frankfurter Ecke war da. War auf jeden Fall ein geiler Anblick, Mann. Und hier wurde es richtig gefährlich. Achtet mal darauf, was hier passiert ist dann. Max war jetzt Top Position und fängt an, mit den Ellbogen zu arbeiten. Und hier ein harter Treffer. Bam, bam, bam. Zack, Ellbogen. Zack, Ellbogen. Ellbogen, Hände, Ground and Pound, Ellbogen, 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 Ellbogen. Nonstop die ganze Zeit, nochmal weiter hin und her, als ob es noch nicht gereicht hätte. Nochmal 5, 6, 7, 8, 9, keine Ahnung, was der Referee da macht, worauf er wartet, wann er endlich mal dazwischen steigen möchte. Mert schafft es irgendwie, sich noch aus dieser Runde herauszuretten. Hat hier sichtlichen Schaden genommen, schaut mal, wie er aufsteht. Er war eigentlich schon gefühlt Knockout. Das hat jetzt mein Kameramann nicht aufgenommen, aber dann hat man gesehen, wie Mert wirklich
am Taumeln war und in seine Ecke rübergetaumelt ist. Meiner Meinung nach hätte der Kampf schon eigentlich gestoppt werden können. Ne? Richtig, richtig starker Abschluss von Max Koga in dieser Runde. Und jetzt ist halt hier das ganz große Thema. Es ist ein Titelkampf, 5 Runden. In der ersten Runde ist Mert schon extrem angeschlagen gewesen. Jetzt hat Max vielleicht schon echt viel Energie rausgebrettert am Ende bei diesem Ground and Pound. Wie sieht es weiterhin in den nächsten Runden mit dem Thema Kondition aus? Und apropos Ausdauer für den Titelkampf, mit die beste Möglichkeit überhaupt, um seine Ausdauer für den Kampfsport zu verbessern, ist das Thema Seilspringen. Max Koga springt auch sehr viel Seil, auch mit den Seilen von Everjump. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt einmal das leichte Seil und es gibt dann natürlich auch noch schwerere Seile. Je schwerer das Seil, desto härter das Training, desto besser das, was am Ende dann herauskommt. Ring10 ist der Rabattcode für die besten Sprungseile bei Everjump. Checkt es aus und nutzt es unbedingt für euer eigenes Training. Weiter geht's. Zweite Runde beginnt. Koga natürlich mit der... Ui! Hier, nochmal zurück. Und zwar hier, schau mal. Bam! Mert rennt rein, will seine Hände an den Mann bringen und Koga antwortet direkt mit wieder einem Ellbogen direkt auf das kaputte Auge von Mert abgezielt. Richtiger Killer der Max in diesem Fight gewesen. Man hat richtig gesehen, dass er absolut hungrig darauf war, sich den Titel in diesem Fight zurückzuholen, ja. Natürlich mit dem Gedanken zurück, Kameramann, was machst du? Zurück auf den Fight, scheiß mal auf das Publikum, wir müssen den Kampf sehen. Mit dem Gedanken, dass er Mert in der Runde davor schon fast ausgenockt hat, im Bodenkampf, hat er natürlich hier umso mehr eine Motivation gehabt, Vollgas zu geben und so ein bisschen den Vorteil in dieser Runde gehabt. Choke hier angesetzt, rotiert Mert nochmal raus, der ist jetzt hier ein bisschen gefangen. Der Ringrichter schaut sich das ganz genau an. Koga baut den Druck ein bisschen auf, aber Mert, richtiger Motherfucker hier, weigert sich zu tappen oder aufzugeben. Ist noch nicht tief genug drin gewesen. Koga korrigiert ein bisschen hier. Merkt, okay, da ist nicht mehr viel drin, ich muss was anderes probieren. Ah, es war ein richtig spannender Fight. Wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ellbogen! Mein Kameramann, ey, ich sterbe. Aber jetzt, wenige Sekunden später, war es wieder Mert, der es versucht hat, Max zu Boden zu bringen und dort irgendwie ein bisschen Schaden anzurichten. Aber Max Koga hat sofort geschalten und die nötigen Schritte vorgenommen. Ja, hier einen Triangle Choke versucht durchzusetzen. Versucht hier die Beine noch zu korrigieren, um sie ineinander einzuhaken. Mit den Ellbogen wieder hier am Arbeiten. Mert versucht sich davor zu verteidigen. Er weiß, wie gefährlich die Ellbogen von dem jetzt waren. Und versucht hier ein bisschen Schaden zu vermeiden. Und da hat der Koga hat es geschafft, die Position nochmal zu verstärken. Er hat ihn rausgedreht und den Choke komplett zugemacht und ihn ausgetappt. Und das ganze Publikum war am Ausrasten. Die Halle hat Max Koga angefeuert und ja, hat gefeiert, dass er den Fight gewonnen hat. Der Titel ist zurück in Frankfurt. War ein geiler Fight. Top-Abschluss zu einem Top-Event. Ja, da, ich bin mir sicher, da gab es noch eine Riesenparty danach in Frankfurt. Da war ich leider nicht dabei, aber egal. Leute, das war's mit dem Reaction-Video zu diesem Kampf. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf und ciao, ciao.